Hallo, ihr werten Leute, und ein herzliches Willkommen hier zu diesem coolen neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem Unboxing mal von dem offiziellen DFB-Magazin für Kids halt. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. 5 tolle Extras sind dabei. Wir werden mal schauen, aber ein tolles Extra ist für uns auf jeden Fall dabei, nämlich eine Lego-Minifigur der DFB-Serie. Hier hinten noch ein bisschen Merchandise-Dingsbums. Und das Ganze öffnet man hier unten. Und dann wollen wir mal schauen, hier sind die ganzen Extras und so. Und hier haben wir das DFB. Und jetzt habe ich irgendwas runter. Egal. DFB-Magazin. Genau, hier ist ganz, ganz viel. Ein Poster vom DFB-Dings. Oh, und von der Mannschaft. Auch gar nicht schlecht. Mann, oh Mann. Cool. Eine Sache, das ist nämlich genau diese Seite, wo ich rauf wollte mit euch. Nämlich hier sieht man einmal halt in jedem Heft der Lego-Minifigur-Serie DFB den halt. Und hier alle zusammen noch einmal als ja, Poster, was man sich ausschneiden kann oder sowas. Und hier sieht man dann, richtig cool, nämlich eine Bauanleitung für Paula, also das DFB-Maskottchen der, ja, der deutschen Mannschaft. Kann man sich hier aus Lego-Teilen nachbauen. Die sind allerdings nicht enthalten, müssen dann selber aus den eigenen Kisten zusammengesammelt werden. Ist aber nicht schlecht gemacht, muss man mal so sagen. So, was haben wir jetzt eigentlich als Extras dabei? Also zum einen mal natürlich die Lego-Minifigur, die öffne ich auch noch gleich. Dann haben wir hier einmal Thomas Müller, eine Deutschland-Karte. Keine Ahnung, ich kenne mich mit den Karten nicht aus. Activation-Code ist hier auch bei, habe ich eben in die Kamera gezeigt, ist aber völlig egal, ich löse den sowieso nicht ein. Wenn einer von euch den einlösen möchte, macht das bitte gerne. So, ein Trading-Card-Dings, das öffne ich jetzt auch nicht, weil das gehört nicht auf diesen Kanal, genauso wie diese Panini-Sticker. Ja, allgemein, achso, und eine Sache haben wir noch, nämlich so ein tolles Armband, das kann man jetzt hier so, Vorführeffekt. Naja, das kann man sich eigentlich hier so ums Handgelenk hauen, aber naja, gut, hier 4 Sterne sind auch noch dabei. Mega cool und Paula hier auch wieder am Ende. Deutscher Fußballbund. Das ganze Ding ist aus Plastik, also relativ gute Qualität. Ist das Plastik? Keine Ahnung, oder ist das Gummi darum? Ich kann es gerade gar nicht fühlen. Naja, völlig Wurst. So, jetzt haben wir hier noch eine Minifigur, die ich mal öffnen würde. Und ja, beziehungsweise das letzte Video hatte ich ja hier meine Minifiguren, die 4 Stück. Genau, wer das noch nicht gesehen hat, checkt das gerne aus. Ich verlinke das auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung nochmal. Jetzt haben wir hier noch ein Päckchen der Minifiguren. Ein ganz normales Minifiguren-Päckchen, so sieht's aus. Wo habe ich meinen? Da habe ich ihn. Mir hat letztens jemand einen Tipp gegeben, wie ich die besser öffnen kann. Nämlich mit so einem Cutter hier, so einem Teil und dann hier unten rein. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemeint hat. Also entweder hier unten rein oder hier versuchen. Wie auch immer, man kann die bestimmt auch so öffnen. Ist auch gar keine. Also ich habe echt keine Ahnung, wie das gemeint war. Er sagte mir mit so einem Cutter und dann unten an dieser Naht hier. Ja. Keine Ahnung. Wie meinte er das? Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich kann mal wieder versuchen, so normal aufzuschneiden. Vielleicht geht das ja mit diesem Ding besser dann. Das dürfte. Ja! Boah! Cool. Hiermit geht das auch nicht so kaputt wie mit den anderen. Boah, das ist gut hier. Oh nein, das habe ich hier reingeschnitten. So scharf ist das Ding. Ja, habe ich durchgekartet, aber gut. Ja, genau. Welche Minifigur haben wir drin? Keine Ahnung. Lasst mich mal kurz schnibbeln. Und so, jetzt habe ich hier wieder ein, hoffentlich auch so ein Paperly. Genau. Scheint das stinknormale zu sein. Kann man sich hier wieder was zusammen... Oh, ein Fußball ist schon mal drin. Das heißt, wir haben nicht den Yogi. Und jetzt kommt die spannende Enthüllung. Und wen haben wir? Oh, hoffentlich kein Doppelten jetzt. Mustafi! Oh mein Gott! Wir haben sogar einen neuen. Das ist ja richtig cool. Naja, auf jeden Fall, genau. Dieses Pack ist zu bekommen bei den Zeitschriftenhändlern eurer Wahl für 3,99 €. Kriegt halt auch so eine Minifigur. Das ist jetzt gerade gut für die Leute, die ja, an die Minifiguren nicht so leicht rankommen, wie ich das schon von einigen gehört habe. Naja, auf jeden Fall, ich habe hier Mustafi drin gehabt, aber das ist eigentlich nur eine random Minifigur, die hier drin steckt. Mich freut das natürlich, jetzt habe ich 5 Minifiguren aus 5 Packs. So, ich würde sagen, das war's beinahe schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr sonst nichts zu tun habt. Und ansonsten, wir sehen uns in irgendeinem nächsten Video wieder. Hau rein, bis dann, ciao und bäuf! Was mache ich hier?